Sofort die Waffen wegstecken! Wer sind sie? Ins Licht kommen! Langsam, langsam! Ich will verdammt sein! Es ist Bourbon! Hey, Leute! Die beiden sollten wir besser durchsuchen! Und, alter Saufbold, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den da. Gut, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Ich komme an diesen Säcken kam ich nicht vorbei. Ich rede mit dir. Ja, wir sind auf dem Markt, so nennt sich das in Kapitel 2. Spielen natürlich immer noch Artyom, den Hauptcharakter. Und ja, wir warten jetzt mal, bis unser Freund Bourbon zurückkommt, der sich jetzt mit diesem netten Mann da unterhält, dem er übrigens Geld schuldet. Ja, und dann mal schauen. Da ist er wieder. Okay, die beiden können durch. Wir kommen auf dem Markt. Okay. Lass uns gehen, oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Nee. Hey, einen anderen Tonfall gefälligst. Gut, da wären wir. Der Markt. Der kommt tief in der Scheiße. Keine Chance, dass ich diese Wagenjungs auszahlen kann. Wir können von Glück sagen, wenn sie uns für den Rest unserer Tage schützen. Ja, stehen gerade, kommen noch, aber ihr könnt ja unten mitlesen. Oh, mein Hals ist übrigens ein wenig. Erkältet bin ich nicht. Mein Hals tut ein wenig weh. Hier sind auch Patronen dazwischen. 114 haben wir jetzt schon an Militärmund, das ist ganz gut. Also wenn meine Stimme mal etwas versagt oder sich etwas anders anhört, dann tut mir das natürlich leid. So, haben wir hier vielleicht wieder im Waschbecken irgendwelche Patronen? Hallo? Was willst du? Nichts? Doch, gib mir Militärmund. Ne, hier, komm mal her. Hallo? Nun, zur Hanse können wir nicht. Hier sind ein paar Patronen. Hol uns ein paar Filter, ja? Ich habe eine Idee. Ich werde mal... So, ja, er wird jemanden treffen und dann ja, sehen. Gut, ich habe schon eine ganze Woche nicht mehr gespielt. Das muss ich mich mal reinfinden hier. Das waren... Ach ja, genau. Nee, krieg ich nicht. So, hier noch irgendwo Patronen. Sieht nicht so aus. Gut, wir haben ein paar Patronen gekriegt von ihm und sollen jetzt Filter holen. Wenn wir das mal tun. Komm ich hier durch? Ja. Nein. Verdammt. Ja, auch nichts. Komm schon, lass dir etwas einfallen. Der Boss ist beschäftigt. Ja, wir sollen uns aber eilen. Beeilen tut mich mal einfach nicht. Ich glaube nicht, dass die hier Zeitlimit setzen im Metro. Ich hoffe es zumindest einfach mal. Du hast dir nichts verloren. Dieser Ausgang ist gesperrt. Weitergehen. Ja, 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 hier. Wir sind ein paar Einkaufswagen. Ja, du schubst mich nicht weg. Was ist das denn? Ja, egal. Hier waren doch Patronen. Ha! Eine Patrone. Was sind hier? Kann das sein? Ach, egal. Hier spricht wirklich alles. Ich hoffe, man hört mich noch. Ich will hier, genau, hier will ich hin. Nee, doch nicht. Hier. Filter soll man holen. Und hier haben wir noch Waffen. Was haben wir hier so? Revolver mit Gewehrkolben. Stark modifizierter Revolver, der sich wie ein Gewehr verhält. Hohe Genauigkeit und geringer Rückstoß. Cool. Gewehrkolben und Schalldämpfer. Zieloptik. Ja, da lauf, Schalldämpfer. Tihar. Handgefertigtes Luftdruck-Scharfschützengewehr. Nee, ich werde mal keine Waffen hier in Metro kaufen, weil hier so viele Waffen rumliegen und, nee, und außerdem kosten die Waffen so viel. Gut, Filter sollen wir aber holen. Tut mir leid, wenn ich mich mal räuspern muss hier ab und zu. Dynamit brauchen wir nicht, Dolch auch nicht. Midi-Packs haben wir 5. Aber Filter holen wir mal ein paar. Abgemacht. Sind wir vielleicht 26 ist vielleicht ein bisschen viel, aber Filter braucht man noch. Die kann man nicht zu viel haben. Gut, ist hier sonst noch was? Nee. Scheint nicht so. Ich könnte mal noch Moon tauschen.
Ach genau, die haben wir ja auch aufgehoben hier. Die sind ja für dieses Elektro-Dings-Schussgewehr da. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Wo man mit so Elektrostöße verteilen kann. Da ich die Waffe aber nicht mag und eigentlich auch nicht verwenden möchte, werden wir das mal verkaufen. Und wo toll. Ist Ihre Moon? Meine ist hier. So, die wollen wir nicht verkaufen, die wollen wir höchstens kaufen. Davon haben wir 204. Davon haben wir 72, 42. Also, wir haben eigentlich genug Munition. Ja, eigentlich haben wir genug. Ja, ich will gar nicht so viel. Behalten wir mal unsere tolle Militär. Ach, komm. So. Ich weiß gar nicht, ob es eine Begrenzung an der Munition gibt, wie viel man mitnehmen darf. Das weiß ich gar nicht. Aber gut. So, was soll man jetzt überhaupt machen? Wir sollen. Gehen Sie zu Polus und das Klarmarkt. Folgen Sie Bourbon. Wir sollen ihm folgen. Wo ist er denn hin? Ach, da. Da steht er. Da, ich sehe doch hier was blinken. Haha. Klauen wir denen hier mal die Munition. Hat hier sonst noch wer Munition mit? Gibt hier noch was? Können wir Löffel mitnehmen? Da ein Waschbecken. Hier vielleicht? Nee. Gut, dann können wir ja eigentlich weiter. Ha, hier ist noch was. Auf der Leiter. Also ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Tue ich das? Ich weiß gar nicht, wo wollen wir denn überhaupt hin mit dem? Naja. Achso, jetzt kommen wir durch. Bourbon? Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst. Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Mhm. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Was für ein Tor? Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen! Gebt mir ach, das ist das. Ah, das ist das Tor. Verdammt! Ich hasse das so sehr. Warum zücken wir gleich unsere Waffe? Aha. Okay. Na, sieh du ruhig aus. Die Luft ist rein. Los! Irgendwie ist es mir gerade ein bisschen laut. Einstellungen. Audio. Na toll, es gibt nur eine Hauptlautstärke. Naja. Dann lasse ich das mal so. Viel Glück, Leute. Wir müssen hier weg. Sofort anhalten. Bourbon, anhalten. Schnappt sie euch. Bewegung, Junge. Klar, die machen, wollen uns haben und machen das Tor zu. Tote Stadt. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grunzte Bourbon. Willkommen zu Hause, Artyom. Okay. Und jetzt ganz vorsichtig. Da werden wir also im... Hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suchen nach Schrott, Mumm, alles was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner. Na toll. Toll. Ja, ich glaube, wir sind das erste Mal gestorben, ne? Kann das sein? Ach ja, also nochmal. Verdammt, da war doch die Schnur. Ich habe sie gesehen. Ich wollte rüberspringen. Hat nicht ganz geklappt.
wurden wir erschlagen von einem Holzpfahl mit Nägeln. Verdammt! Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suchen nach Schrott, Mond und alles, was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten. Verdammt, wie komme ich denn darüber? Ja. Gott, wir haben es schon wieder ausgelöst. Diesmal bin ich aber vorbeigelaufen. Wow! Oh. Jetzt hab ich mich erschrocken. Scheiß Nosales. Ich weiß noch nicht gerade, ob ich sprechen soll, aber ihr hört ihn ja sowieso kaum. Toll. Deswegen haben wir uns jetzt hier in Lebensgefahr begeben. Hilfe, lauf. In Lebensgefahr begeben für nichts? Na toll. Ah, doch, wir haben so ein komisches Paar, so Schießdinger, Speere oder was das sind. Für die haben wir aber nicht mal die Waffe. Huch. Da liegt eine Waffe. Ist das die gleiche, die wir haben? Ha! Ist das nicht? Die hatten einen Schalldämpfer. Cool. Aber eine Bastardpistole mit Schalldämpfer. Gut. Kann ja nicht schlecht sein, ne? Auch wenn die Durchschlagskraft ja geringer sein müsste eigentlich. Aber naja. Irgendwelche Fallen? Okay. Gut. Scheint es wohl gewesen zu sein. Also, wir befinden uns im verseuchten Moskau. Aber das wisst ihr ja eigentlich. So, Zeit haben wir auch noch ein bisschen. Dann gehen wir mal weiter. Was ist das? Ein Geldautomat. Bereit? Gehen wir. Jo. Auf, auf. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Jo. Genau. Seine AK sollten wir denn haben. Hoffentlich gibt er uns die auch. Was war das? Was zum Teufel? Hallo? Versteck dich, Junge! Okay. Ah! Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann krieche in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Wir sollen in Spalten kriechen. Okay. Gerne doch. Ich sehe das Vieh nicht mal. Hallo? So. Gut, wollen wir mal weiter. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Ja, wunderschön. Da soll ich drüber kommen? Spring, ich fang dich auf. Ja. Helf mir! Birben! Super gemacht, Birben. Ja. Du musst aus dem Grund gehen, Artyom. Nicht in die Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger versteckt. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Okay. Wie jetzt her. Okay, jetzt müssen wir also außen rum gehen und was wollte ich denn jetzt sagen? Irgendwas wollte ich immer sagen. Achso, falls Bourbon eben zu leise sein sollte, weil er weiter weg steht und die Leute werden leiser, umso weiter man weg ist, tut mir das leid, aber ihr könnt hier unten mitlesen. Ich will die Lautstärke nicht lauter machen, weil dann ist alles lauter, auch wenn ich schieße und das ist auf Dauer ein bisschen doof. So, dann würde ich sagen, mache ich hier mal ganz kurz einen Schnitt, denn die Folge ist zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid, ne? Bis dann. Tschüss.